So, willkommen zurück hier in Gothic Hey. 2, die Nacht des Raben. Ich suche den Händler. Es gibt hier irgendwo einen Händler. Wo ist er? Ich will ihn finden. Ist er hier draußen? Ne, hier draußen ist kein Magier, oder? Die sind doch alle noch drin. Vielleicht auf der anderen Seite. Das könnte sein. Die haben sich ja so ein bisschen verteilt hier. Ich hau mich mal ein bisschen um, einfach. So, wen haben wir denn hier? Ach, guck mal, du hast eine Karte. Karte finde ich gut. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ja, das denke ich mir. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. 5 Lernpunkte habe ich leider gerade nicht, aber sobald ich einmal gelevelt habe, werde ich das tun können. Kronos, du bist doch der Schön, Händler. dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige 100 Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Danke für den Hinweis. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. So. Und damit sind wir endlich hier, ne? Das ist der gleiche Händler wie vorhin, aber wie ihr seht, hat er ein komplett neues Händlerinventar und er hat hier eine tolle Waffe, nämlich den Taifun. Der braucht 45 Stärke, gibt 5% Zweihandtalentbonus und macht 75 Schaden. Und das Problem ist, er kann den selber anlegen. Das ist insofern ein Problem, als dass, wenn ich jetzt. Hör auf mit dieser Kluges Kerlchen. Magiescheiße! Steck die Waffe weg! Kluges Kerlchen! Okay, also zumindest kann es passieren, oder bei Gegnern oder so, dass Händler dann einfach, wenn sie keine Waffe ausgerüstet haben, die stärkste Waffe, die sie halt im Inventar haben, die sie selber noch tragen können, ausrüsten. Und es wäre halt bei ihm leider der Lass Taifun, uns. den ich halt leider für mich selber haben möchte. So, ich habe hier einen Fokus, den ich aber nicht verkaufen werde. Na, ich habe 6 Runensteine. Und ich habe gerade gesehen, er hat hier auch nochmal 4 Runensteine. Die lasse ich mir nicht nehmen. Die kaufe ich auf jeden Fall. Die will ich haben, bevor die verloren gehen. Und er hat eine Karte des Tals. So, das sollte mir erstmal reichen. Ich habe jetzt zwar kaum noch Geld, aber das ist ja egal. Ich habe eine Karte. Ist das hier. Ach nee, das hier ist Osten. Okay, dann hat aber die Sonne einen komischen Verlauf hier drüben, muss ich sagen. So, ich habe einen Fokus und ich habe da drin beim letzten Mal Steinwächter gesehen und kann ich da hochklettern? Ich schätze mal.
dass ich da hochklettern kann. Ach, guck mal, Spruchrolle. Was gibt's denn hier oben? Ich bin sehr gespannt. So, einmal checken bitte. Hier drüben ist nichts. Und was haben wir hier? Ah, keine Gegner? Ein paar Tränke, oder zumindest ein Trank. Ein Piratensäbel, okay. Okay, ein paar Beeren. Ist jetzt, ja, okay. Kann man machen, nehme ich mit, nehme ich gerne mit. Ey, Beeren sind gesund und lecker, ne? Von daher nehme ich die gerne mit. Ansonsten sehe ich hier aber nicht allzu viel, was ich tun kann. Hm. Ob es hier mal was geben sollte? Oder vielleicht später irgendwann gibt? Wer weiß. Wer weiß. Na, da kann ich leider nicht hin. Okay, dann geht's hier auf jeden Fall nicht weiter. Ist hier eine Höhle hinter mir? Nö. Das wäre ja auch zu schön. Da geht's runter. Guck mal, hier sind Heilpflanzen. Hoffentlich komme ich aber heil wieder zurück, nach unten. Ne, also was ich sagen wollte, ist da, wo die Steinwächter waren, ganz am Anfang, nachdem ich durchs Portal durch war. Ach, guck mal, Lederbeutel. Ich schätze mal, da ist einer der Teleporter. So als Abkürzung von hier draußen und quasi so als allererstes... Als allererste Gelegenheit hier für... Ne? Sag mal, nimm doch mal die Spruchrolle auf. So, und da unten steht einer. Ist das ein Bandit? Alligator Jack. Ich würde ja mal behaupten, mit dem Namen ist es kein Bandit, sondern wahrscheinlich eher ein Pirat. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Indem ich hier runterhüpfe, nehme ich an. Und mir gleich mal diese Pilze schnappe. So, jetzt sollte ich aber langsam wieder zurückgehen. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl, so weit außerhalb. Zumal hier ja ganz viele gefährliche Biester sein sollen. Den da spreche ich nachher an, wenn ich zu den Piraten gehen will. Jetzt möchte ich aber erst nochmal, wie gesagt, reingehen, da wo die Steinwächter waren. Gucken, ob da nicht ein Teleporter ist. Erstens, und wenn da keiner sein sollte, will ich dann zumindest meinen Rückweg freihalten. Für wenn ich zurückgehe. Oder zurückgehen muss, wieder Richtung Korinnes. Ich habe keine Lust hier, mich irgendwie vor mir, vor irgendwelchen Gegnern treiben zu lassen und auf der Flucht zu sein und dann auch noch die Steinwächter zu haben, mit denen ich mich anlegen muss. Nur eine Sache noch kurz vorher, eine Kleinigkeit. Das habe ich gesehen, als ich drüben hochgeklettert bin. Hier liegen noch einige Sachen rum. Ah, schade. Ich dachte, das wären Tränke. Egal. Das nehme ich auch gerne. Hier ist eine Pfanne, da kann ich Fleisch braten. Ach doch, guck mal. Tatsächlich. Hier gibt es zwei Spruchrollen. Und eine Truhe. Links und rechts. Okay, Laborwasserflasche. Ein bisschen Gold und Dolch. Ja, doch. Das nehme ich gerne. Dankeschön. So, jetzt aber. Hinein. Und, naja, Erdbeben. Ach nee, warte mal. Ich habe hier eine neue Waffe, gell? Bevor ich hier weitermache. Ich depp. Ich habe doch eine tolle neue Waffe, den Taifun. Hier. Und damit mache ich statt 60 75 Schaden. Und statt 43% habe ich nun 45% Trefferwahrscheinlichkeit, also Volltrefferwahrscheinlichkeit. Also alles in allem mache ich damit, glaube ich, nochmal spürbar mehr Schaden. Boah, doch. Kann man lassen. Und insbesondere, wenn ich mich hier mit den Steinwächtern anlegen möchte, ist die neue Waffe, glaube ich, gar nicht mal so blöd, wenn ich die trage. So, es sind zwei Steinwächter. Ich fürchte mal, wenn ich zu nah rangehe... Ach, da ist ein Teleporter, guck mal, genau dazwischen. Ich fürchte, wenn ich zu nah rangehe, werden beide aufwachen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich schnapp mir einen schwachen Zauber und mach mal einen sauer auf mich. Und dann habe ich erstmal nur einen Gegner.
Doch. Nicht so. Doch, ich muss sagen, ich mag die neue Waffe. Die ist gut, gefällt mir. Hey, der wächt ja gar nicht auf. Wacht ja gar nicht auf. Oh mein Gott. Nichts zu holen. Aber sie hauen schon ganz gut rein. Obwohl ich sie relativ schnell platt kriege. Ich habe, trotz, obwohl ich meinen guten Ring anhab, machen sie immer noch schon ordentlich Schaden bei mir. Hier ist noch eine alte Steintafel. Da wird sich Vatras. Wird sich Vatras da freuen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tränke. Nee, ein Trank und eine Heilpflanze. Okay. Und das da. Wo ist da der Fokus drauf? Ja! Und jetzt ist der Teleporter an. Ich bin gespannt, wo er hinführt. Nein, wirklich, nach draußen. Und der führt zum Tempelportal nach drinnen, ne? Genau. Das war einfach. So, wo bist du? Hier, ich will den nächsten Fokus. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Natürlich. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Gonna catch them all. Ja, natürlich, das werde ich gerne tun. Wo ist... Was war es? Osten war es, glaube ich. Ne, im Osten liegt der tote Fischer. Zu dem würde ich gerne noch kurz gehen, bevor ich... Saturas? Kronos. Ach, siehst du, genau. Jetzt hat Kronos sogar eine Waffe schon ausgerüstet. Und hätte ich ihm nicht den Taifun als allererstes abgekauft... Lass uns handeln. ...könnte ich ihn jetzt nicht mehr kaufen. Denn ihr seht, die andere Waffe, die er hatte, die hat er jetzt nicht mehr. Das heißt, es war jetzt wichtig, dass ich ihm direkt als allererste Handlung hier in der Erweiterung ihm die Waffe abgekauft habe. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist von den Entwicklern oder ob das ein Bug ist, aber es ist wichtig, wenn man die Waffe haben will. Blutfliege. Hey! Gute alte Blutfliege. Die kenne ich doch noch. Komm her. Sag mal. Was zum... Geht doch. Ich sollte mich vielleicht mal heilen, ne? Aber ich will eigentlich nur noch kurz zu dem Fischer. Und dann kann ich bestimmt irgendwo eine Runde schlafen. Da muss ich nämlich nichts verbrauchen. Oh, ich habe hier einen Gegner gehört. Ein Varan. Nein, zwei Varane. Okay. Bei zwei Varanen überlege ich es mir nochmal anders. Richtig, ich habe ja einmal gezaubert vorhin bei den Steinwächtern. Naja, was soll's. So geht's auch. Gut, jetzt sollte ich aber endgültig mich schlafen legen. Ich hoffe mal, hier ist der tote Fischer. Sie meinten ja bei einer Ruine irgendwo hier im Osten, ne? Schauen wir doch mal, was es hier so alles gibt. Bis auf die Pilze. Irgendwer hat gerade gegessen. Das könnte aber auch ein Magier sein, der da oben irgendwo rumsteht. Nein, es ist ein Razor. What the fuck? Was ist ein Razor? Ich habe noch nie von Razor gehört. Kenne ich nicht. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Weg. Folgt er mich? Nee, immerhin. Gut. Ab nach oben. Ich sagte, ab nach oben. Nun denn, okay, er verfolgt mich nicht. Er kommt auf jeden Fall nicht um die Ecke. Zumindest nicht von sich aus. Und immerhin weiß ich jetzt, das ist kein Magier, der da schmatzt, sondern ein Gegner. Und ich will doch mal schauen, wenn ich ein bisschen stärker und oder zumindest voll geheilt bin. Ach, guck mal, ob ich dann diesen Razor nicht besiegen kann. Das wäre doch gelacht. Das kriege ich doch bestimmt irgendwie hin. So, eine Axt. Eine Heilwurzel. Und der tote Fischer William. Ein Apfel, eine Notiz. Zwei Dietriche. So, vielen Dank für den Apfel. Und die Notiz, die will ich mir doch glatt mal anschauen.
William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Aber warum ist er bis hierher gekommen und dann nicht mehr weiter? Waren es die Varane, die ihn überrascht haben? Waren es die Varane, die ihn umgebracht haben? Ach, der Arme, er war seiner Freiheit so nahe. Na, immerhin kann ich dem Fischer in Korinnes jetzt Gewissheit geben. Immerhin weiß er jetzt, dass er seinen Freund nicht mehr sehen wird. Und ich werde hier mich gleich zu Bett begeben. Aber zuerst möchte ich diese Truhe öffnen. Ach, die ist gar nicht verschlossen, guck mal. Bolzen und Gold. Ja, so. Ist okay. Nun denn, ich würde hier sagen, ich schlafe eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Es ist nämlich schon 7 Uhr abends. Es ist schon viel zu dunkel. Oder es wird bald dunkel. Es ist noch nicht zu dunkel, aber es wird bald dunkel. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich in Richtung Banditenlager aufbreche, mit Alligator Jack rede. Und dann werden wir mal sehen, was die Erweiterung hier alles noch für uns bereithält. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!